Herzlich willkommen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin, Medium und ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens. Ich biete Beratungen an, auch Videoberatungen, selbstverständlich anonym. Diese Aufnahme ist auch ein Beratungsvideo für Thea. Liebe Thea, ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken auch für diesen Auftrag. Das ist ein Geburtshoroskop-Analyse und wie du schon erzählt hast, du hast Schilddrüsenprobleme, also diese Erkrankung, sollen wir auch drauf eingehen. Und ich beginne jetzt. Du bist in Tierkreiszeichen Wassermann geboren. Die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zu Luftelement, aktiv, verleitet es auch Leichtigkeit. Durch die Uranus-Einfluss, weil Uranus herrscht über die Tierkreiszeichen Wassermann, vermittelt dir auch diese Außergewöhnlichkeit. Jede Wassermann-Geborenen haben dieses Gefühl, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Das ist ganz normal. Das ist die Natur, die Wassermann-Geborenen. Und das kommt durch die Uranus-Einfluss. Und die Schicksalswegen sind bei den meisten Wassermann geboren, auch kommen unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Umstände, außergewöhnliche Begegnungen. Das ist mal sehr wichtig zu verstehen, du bist außergewöhnlich und du magst es nicht, durchschnittlich zu erscheinen, sondern du möchtest anderes sein wie alle anderen. Und das liegt in deiner Natur. Nicht nur, weil du in Tierkreiszeichen Wassermann geboren bist, weil die Sonne steht in Tierkreiszeichen Wassermann, sondern du hast den Mond auch im Wassermann, hast du auch Venus auch im Wassermann, also deine Weiblichkeit prägt das auch. Ist auch sehr freiheitsliebend und sehr großzügig und schenkt anderen auch Freiraum und sehr umgänglich, aktiv, verspürt man auch diese Leichtigkeit, aber ich betone es nochmal, außergewöhnlich. In dein Geburtstag war kurz nach Neumond. Also du bist kurz nach Neumond geboren. Neumond wird für dich immer etwas bedeuten. Also bei jedes Mal, wenn Neumond ist, kannst diesen Tagen für dich nützen, da Kraft zu sammeln. Diesen Tagen sollst du vielleicht zurückziehen, die Ruhe holen, meditieren oder wir haben auch über Rituale gesprochen. Also Rituale für dich, dein Energiefeld zu verbessern, in diesen Tagen machen, weil du bist sehr nah zu diesem Neumond. In deinem Geburtstag ist die Neumond schon vorbei, aber das ist nur ein paar Stunden, ist vergangen, also du bist kurz nach Neumond geboren. Dein Aszendent ist Waage. In diesem Augenblick, wo du geboren bist und wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont aufgestiegen. Das heißt, in dem Moment, wo du die erste Atemzug geholt hast, hatte die Tierkreiszeichen Waage auch die Tageslicht erblickt wie ein Sonnenaufgang. Und dieser Tierkreiszeichen Waage schenkte dir etwas in dein Geburt. Ein Kostüm, ein Kleid. Und dieses Kostüm trägst du in dein ganzes Leben lang. Natürlich ändert dich dein Aussehen oder dein Geschmack, aber dich prägt die Tierkreiszeichen Waage, weil das ist dein Erscheinungsbild und so bist du auch wahrgenommen. Und es ist sehr weiblich, geschmacksvoll, schön, ästhetisch und sehr gepflegt und angenehm. Ein angenehmer Mensch und die Menschen, so nehmen sie dich wahr, schön, gepflegt, angenehm und kultiviert. Also das ist dein Erscheinungsbild und das schenkt dir die Tierkreiszeichen Waage.
Was die Tierkreiszeichen Waage vielleicht für dich etwas erschweren kann in dein Leben, wenn es um Entscheidungen geht. Weil die Waagen neigen dazu, das alles abwiegen, genau wie in einer Apothekerschale, ganz, ganz genau abwiegen und fehlt schwer, eine spontane Entscheidung zu treffen. Das kann vielleicht dich ein bisschen bremsen bei deinen Entscheidungen. So viel ist mal sicher, dass durch diese Betonung von Tierkreiszeichen Waage und dazu noch die Aszendent, die Betonung vom Wassermann, die viele Planeten in Tierkreiszeichen Wassermann und die Aszendent Waage, die beiden Tierkreiszeichen, wo deine Persönlichkeit prägt auch, du bist sehr luftbetont. Das schenkt dir Leichtigkeit. Das schenkt dir Freiheit oder hast dieses Bedürfnis nach Freiheit. Und auch die Kontakte, dass du umgänglich bist. Aber manchmal hängst du ein bisschen im Luft. Das kann auch passieren bei diesem Luftbetonung. Aber deine Persönlichkeit ist außergewöhnlich, ungewöhnlich und eine schöne Erscheinung und sehr weiblich. Und du liebst auch deine Weiblichkeit zum Leben und du möchtest nicht durchschnittlich sein, sondern dann kommt die Wassermann Venus im Vorschein. Du möchtest anderes, du möchtest auch mal auffallen und so erscheinen. In dem Moment, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont aufgestiegen. Aber das Leben bleibt da nicht stehen, sondern wir machen Lebensschritte. Und das sind Perioden in unserem Leben, 7 Jahren Perioden. Nach jeder 7 Jahre beginnt eine neue Periode. Und das kann man ablesen in diesem Horoskop, welche Lebensschritte machst du, welchen Boden bewegst du dich gerade. Und das beginnt bei dir gerade in Tierkreiszeichen Zwillinge. Das heißt, in den nächsten Jahren wirst du viel Kontakte haben, werden viele Veränderungen geben, dann bist du neugierig für etwas Neues oder lernst noch etwas. Die Sprache, die Kommunikation oder vielleicht ein Buch zu schreiben, all dies werden Themen sein in die kommenden Jahre, weil in diesem Boden bewegst du dich. Wenn ich betrachte dein Wassermann-Betonung und dein Aszendent-Waage, beide gehören zu Luftelementen und die Tierkreiszeichen Zwillinge gehören auch zu Luftelementen, dann würde ich sagen, du bist damit vertraut und es fällt dir leicht. Natürlich hast du dann diese Leichtigkeit. Aber die Tierkreiszeichen Zwillinge ist für dich ein Neuland. Etwas entdecken, etwas Neues lernen, das fehlt dir nämlich. Und das zeigt die karmischen Knoten. Und das sind deine karmischen Lernaufgaben. Also werden viele neue Situationen kommen, wo du nicht so vertraut bist. Dazu kommt noch etwas. Es gibt eine Figur und das nennt man in Astrologie Jodfigur. Und du hast in dein Horoskop diese Jodfigur. Und das ist wie ein Dreieck, aber nicht gleichmäßigen Dreieck. Also du hast diese Dreieck im Horoskop. Und das wirkt. Gerade wenn man große Entscheidungen trifft oder größere Veränderungen hat man im Leben, dann meldet sich diese Figur. Und es ist eine gewisse Unsicherheit. Es löst eine gewisse Unsicherheit aus, aber hier gibt auch eine Lösung. Wichtig ist zum Verstehen, was passiert hier. Dieser Dreieck verbindet 3 Planeten, und 3 Tierkreiszeichen. Bei dir sind diese Planeten Jupiter,
Merkur und Neptun. Diese drei Planeten sind miteinander verbunden in diesem Dreieckfigur. Die Tierkreiszeichen, was hier verbindet, ist die Tierkreiszeichen Zwilling, die Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Steinbock. Und wenn du Entscheidung triffst, mal alleine von die Wagen aszendent, neigst du dazu, das zum genau abwiegen, bevor du überhaupt das aussprichst, wie deine Entscheidung ist. Dann kommt diese Figur dazu. Und die melden sich gleichzeitig. Das ist so typisch, dass alle drei Planeten, alle drei Tierkreiszeichen gleichzeitig melden. So weit, so gut. Aber was löst es aus? Diese Tierkreiszeichen sind untergeordnet auf Elementen. Und wir haben vier Elemente. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und diese drei Tierkreiszeichen, wo hier beteiligt sind, gehören in drei verschiedenen Elementen. Jupiter im Zwilling gehört zu Luftelement. Neptun im Skorpion gehört zu Wasserelement. Merkur im Steinbock gehört zum Erdeelement. Also meldet sich bei Entscheidungen alle drei Elementen, spürst du Luft, Wasser und Erde. Und wie entscheidest du dich? Die Luft verspürt die Leichtigkeit und aktiv. Die Wasser muss das fühlen und erstmal zieht sich zurück, wartet. Die Erde braucht Sicherheit, Stabilität, muss noch etwas überprüfen, überlegen, also wartet auch. Ja, wie machst du das? Wenn das alle drei auf einmal bei dir präsent sind. Die eine gibt den Impuls, das wäre die Zwilling, ja, jetzt handel, sprich, sag. Die Steinbock sagt, überleg das oder sag ja gar nichts. Und die Skorpion, fühle das erstmal und gerade Neptun, sonst bist du enttäuscht. Ja, dann frag ich mich, wie entscheidest du dich? Es ist gar nicht einfach. Aber hier gibt eine Lösung. Die Spitze des Dreiecks zeigt die Lösung. Und die Lösung liegt in Zwillingen. Dass du das aussprichst. Hast du auch Schilddrüsenthemen? Das hat auch mit Sprache etwas zu tun. Aber es ist für dich nicht einfach, so handeln wie ein Zwilling, gerade wenn es um die Sprache geht. Weil das ist deine karmische Lernaufgabe, das zu erlernen, weil du da dich nicht auskennst. Und alles, was wir nicht kennen, haben wir erstmal Angst davon. Die Richtung zeigt aber, dass du sollst das machen. Also ansprechen. Mit Leichtigkeit, direkt, bring das in Sprache. Aber du bist mit dem Tierkreiszeichen Zwilling nicht vertraut, weil du musst es erstmal kennenlernen. Dann was magst du am liebsten? Handelst so, wo dein Merkur steht. Mein Merkur steht im Steinbock. Du schließt dich. Mit dem Motto, ich muss das noch überlegen. Dieser Merkur im Steinbock kann dich in vielen, vielen Situationen gut helfen. Weil das sind die kluge Entscheidungen, die ganz überlegte Handlungen und Sprache. Also das hilft dir in geschäftlichen Situationen auch sehr gut. Also du kannst diese Steinbock Merkur sehr gut gebrauchen, weil das ist vernünftig, eine vernünftige Sprache. Aber manchmal wäre das klug, wenn du wie ein Zwilling plauderst oder das ansprichst, in die Sprache bringst, aber mit Leichtigkeit. Und dann fließt auch die Neptun, Skorpion, die tiefe verletzten Gefühle mit rein, weil das mischt sich auch ein. Die melden sich alle drei auf einmal. Also das ist wie eine Mischung, wie eine
Eimer weiße Farbe und tust da anderen Farben rein und das mischst du das zusammen. Genauso vermischen sie sich das. Aber du brauchst eine Lösung. Und genau das ist die Lösung, diese Leichtigkeit in die Sprachen und aktiv, also kommunizieren und das sagen. Und du übst es und das lernst du, weil das ist daran liegt, deine karmische Lernaufgabe. Da befindet sich die aufsteigende Mondknoten. Und genau in diesem Boden bewegst du dich auch, damit das nochmal üben kannst. Und die Wassermann-Sonne, die Wassermann-Venus, die Wassermann-Mond und ein Aszendent-Waage unterstützt dabei, weil das ist dann die Betonung, die Luftelemente. Und sei dankbar, dass du die Merkur im Steinbock hast, weil das gibt dir ein bisschen Halt und Stabilität. Also das ist diese Figur. Was noch wichtig ist, du hast Pluto-Uranus in die eine Seite im Horoskop, Pluto-Uranus im Jungfrau. Und gegenüber in Tierkreiszeichen Fischen hast du die Saturn mit Chiron. Und das ist wie, auch wie die Waagenschale, das muss ich auch erwähnen, was das bedeutet. Weil dort, wo Saturn steht, haben wir auch eine karmische Lernaufgabe. Und das ist bei dir die Tierkreiszeichen Fischen. Und das im fünften Haus. Dazu noch kommt die Chiron-Konjunktion, was all das zeigt, was uns schwächt, was uns kränkt. Aber das heißt nicht, dass wir immer gekränkt sind, sondern hier braucht man Heilung. Also da kommt die heilerische Energie und gerade dieser Saturn zeigt auch, dass da eine Heilung bringen soll. Das ist auch Lernaufgabe. Ist das auch eine karmische Lernaufgabe? Und gegenüber im Jungfrau, die Pluto und Uranus spielt auch eine Rolle. Aber ich erkläre, worum das geht. In einer Seite die Jungfrau kann auch kritisch sein. Und das entsteht in deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, diese Energie. Und entweder empfindest das so, dass in deinem Bekanntenkreis, in deinem Freundeskreis, wirst du immer wieder mal kritisiert. Und das tut weh. Das kann auch das auslösen. Kann auch bedeuten, dass bei dir diese Wassermann-Eigenschaften außergewöhnlich zu sein für dich normal ist. Für die anderen Menschen ist vielleicht, wollen die das gar nicht sehen oder akzeptieren, dass du so wie du bist, und das ist deine Natur, das ist nicht verspielt. Du spielst nichts was vor, sondern so bist du, dass du das auch verdrehst, auch wenn du das gar nicht damit bewusst bist. Das ist dein Erscheinungsbild. Und so wirst du auch wahrgenommen, weil das entspricht deiner Natur. Und dann kommt die Kritik. Und du kannst mit diesem Kritik nicht umgehen, weil das dich verletzt, weil das ist zu streng. Und du musst auch nicht da anpassen oder dich zu verändern in diese Richtung. Das brauchst du nicht. Du empfindest du das als Herausforderung, weil das verletzt dich, das verletzt deinen Gefühlen. Sondern sie sollen dich mit anderen Augen betrachten. Und du kannst so sein, wie du bist. Also leb dein Selbst, leb deine Natur. Und sie müssen dich so nehmen, wie du bist. Das Fehler wäre dann, wenn du das wahrnimmst. Und du wirst es wahrnehmen, weil du anderes bist wie alle anderen. Das liegt am Wassermann. Kann gar nichts anderes sein. Die Wassermann will gar nicht so sein,
wie alle anderen. Weil das macht außergewöhnlich die Wassermanngeborenen, einzigartig zu sein. Ja, nicht bürgerlich wie die anderen. Und wenn du das Gefühl hast, dass sich so komisch anschauen oder vielleicht fangen dich an zum Kritisieren, da haben sie dich nicht verstanden, dann kannst du nur sagen, ich bin so okay, wie ich bin. Ihr seid anderes. Du könntest auch die anderen kritisieren. Musst du aber nicht. Aber das nimmst du wahr. Weil das ist deine Umgebung, das ist dein Umfeld und die wollen dich, das ist die Jungfrau prägt hier. Und natürlich hat die Jungfrau auch wunderbare Eigenschaften. Das ist ein kluge Tierkreiszeichen. Aber kann kritisch sein. Und die Jungfrau ist bescheiden. Du als Wassermann bist du aber nicht diese bescheidene bürgerliche Mitbürger. Weil das entspricht gar nicht deiner Natur. Und daran liegt auch eine gewisse innere Gerissenheit, weil wenn du versuchst, da anzupassen, ich kann dir sagen, es geht nicht, es gelingt nicht, dann musst du deine Persönlichkeit aufgeben. Dann lebst du gar nicht dein Selbst, sondern dann hast dein Selbst in die Füße getreten und versuchst dich irgendwo anpassen in Gesellschaft. Also verabschiede von diesem Konflikt und lebe dein Selbst. Und wenn sie dich so nicht akzeptieren wollen in deiner bürgerlichen Umgebung, dann ist das überhaupt nicht dein Problem. Also lebe dein Sonne, dein Wassermann und dein Waage Aszendent, diese gepflegte Aussehen, dieses schöne Aussehen und genieße das, weil die liebe Gott hat dich damit beschenkt. Also steh zu dir selbst. Und in anderen Seite von der Jungfrau, also das ist die Umgebung, wie die dich wahrnimmt und es kann passieren, dass dich das verletzt. Gegenüber liegt die Tierkreiszeichen Fischen. Und da brauchst die Heilung, zeigt Chiron. Eine Heilung brauchst du da. Und Saturn zeigt auch, bringt es in Form, bringt da eine Heilung. Mit anderen Worten, du musst nur für ein Mensch Gefallen tun in dein Leben. Und das bringst du in Ordnung mit einem guten Gewissen und das bist du selbst. Und sorg dafür, dass du selbst Erkenntnis hast. Und ich, so kann ich dein Wesen beschreiben. Du bist außergewöhnlich. Und du stehst zu deiner Natur. Und was deine Umgebung davon meint und wie damit umgeht, das ist nicht dein Problem. Und so entdeckst dein inneren Kind. Wer bist du? Und das ist die Quelle. Und so kann ich dich beschreiben. Und dann kommst immer mehr in Einklang zu dir selbst. Und es werden auch Menschen geben, die dich so lieben, wie du bist. Und du kannst nicht jede Gefallen tun. Weil da entsteht bei dir ein Konflikt. Weil die erwarten von dir Bescheidenheit, die erwarten von dir, dass du bürgerlich bist, die erwarten von dir, dass du ein bisschen dich zurücknimmst und dich in Schattenseite stellst. Und du möchtest dich bemühen, zu diesem Erwartung zu erfüllen, geht aber nicht. Sonst, wie gesagt, dann musst du dein Selbstbild verändern. Du musst dein Selbst dann aufgeben. Und da bist du auch verletzt. Das passt auch nicht zu dir. Also hier hast du dir die Heilung und das findest diese Heilung in Tierkreiszeichen Fischen im fünften Haus. Und ich beschreibe, was ist dieses fünfte Haus, dann wirst du das besser verstehen. Das ist das Haus des Kindes. Und das kann bedeuten das innere Kind, wo du jedes Mal
immer wieder mal dich streichelst und sagst, Thea, heute siehst du mal wunderbar aus. Das ist aber eine tolle Kleid und das strahlst du mal richtig fröhlich aus oder streichelst du mal. Oh, Thea, das hast du aber wirklich toll gemacht. Lobe dich und streichel ein bisschen, weil du musst dieses innere Kind pflegen. Und dann merkst du auch, dass du anderen Gefühl bekommst. Die Tierkreiszeichen Fischen gehört zu Wasserelement. Und Wasserelement haben einen Bezug zu Gefühlen. Dann fühlst du dich auch anders. Dann interessiert dich nicht, was die Nachbarin sagt oder denkt über dich. Jeder Mensch sollte vor eigenen Haustür kehren. Und das soll dein Motto sein. Und du lebst dein inneren Kind und du bist so, wie du bist, wunderbar und so kommst im Einklang. Dieser fünfte Haus, wo dein auch Lernaufgabe hast, weil hier befindet sich Saturn und Chiron, also hier brauchst du eine Heilung. Dieser fünfte Haus bedeutet noch etwas. Das ist ein Löwehaus. Und Löwe ist ein königlicher Tierkreiszeichen. Herrscht die Sonne, das Zentrum unserem Sonnensystem. Und so fühlen sich die Löwengeborenen in Mitte zu sein, im Zentrum. Die stellen sich gerne mal in die Mitte. Die brauchen diese Glanz, diese Ausstrahlung. Und genau das sollst du lernen, in diese Richtung denken oder so deine Auftreten zu üben, deine Auftreten. Weil dieser fünfte Haus ist die Lebensbühne. Das ist wie ein Theater hier. Und das könntest so vorstellen. Wenn du denkst, dass dein Leben ein Theater ist, und das ist dieser fünfte Haus, und da hast du was zum Lernen. Oder möchte Saturn, dass du das vielleicht übst ein bisschen. Also dein Leben betrachtest jetzt als ein Theater. Und dieser Theater gehört zu dir. Und du schreibst die Drehbuch. Wie willst du dieses Theater spielen? Die Inhalt. Du schreibst es. Und du machst die Bühne, du dekorierst es, du gestaltest es, du wählst auch die Kostüme aus, du wählst auch die Schauspieler aus, wer darf mitspielen in dein Theater. Und was denkst du, wer spielt in dein Theater die Hauptrolle? Du selbst. Du spielst die Hauptrolle. Und du bist hier in dein Theater die Diva. Und das ist dein Auftreten und das, was du lernst. Und das im Tierkreiszeichen Fischen. Kreativ, fantasievoll, geheimnisvoll. Und dann kommt das alles im Fluss. Und immer wieder, wenn du mal alleine bist, dann streichelst ein bisschen dieses innere Kind, damit dir gut geht. Und das kannst du in Form bringen. Und Saturn ist eigentlich ein sehr strenger Planet. Möchte, dass du das in Form bringst und versuchst aufhören, andere zu gefallen in dein Umgebung. Also da hast du diese Gegensätzlichkeit, diese Jungfrau und Fische in dein Umgebung und im Bereich dein inneren Kind oder des Lebensbühne, dieser Löwe aus. Dann hast du noch gerade diese Umgebung, deine Umgebung, wo die dich gerne kritisieren. Das ist dein Bekanntenkreis, da wo du lebst, deine Bekanntenkreis. Weil sie kommen damit nicht klar, weil du anderes bist, wie alle anderen sind. Und die meinen vielleicht, du bist eingebildet oder die meinen vielleicht, du spielst was vor.
Und die, wo dich verstehen, weil sie dich näher kennen und dich verstehen, die würden dich sagen, du bist so natürlich. Für andere wirkst du aber nicht natürlich. Und diese Meinungen können dich verletzen, das habe ich vorher beschrieben. Und diese Verletzungen ist auch karmisch, weil da kommt noch ein Jupiter-Einfluss dazu und das ist alles passiert auch im rückläufigen Position. Das heißt, es ist diese Verletzungen, dich zu kritisch betrachten oder dich ständig zu schaustellen oder dich kritisieren, weil du ein bisschen anderes bist wie alle anderen und die kommen damit nicht klar. Das verletzt dich und nicht nur verletzt, sondern durch dieser Jupiter-Einfluss findest du es auch noch ungerecht, weil Jupiter ist die Gerechtigkeit. Also du findest das alles so ungerecht. Und eins sage ich dir, es gibt im göttlichen Ordnung die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und unter uns Menschen hier auf die Erde suchst es vergeblich. Ich bin in Meinung, dass wir in einer ungerechten Welt leben, leider. Dein absteigender Mondknoten ist ein Zeichen für dein altes Karma, des gesamten alten karmischen Erfahrungen und es befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und das bedeutet, du warst viel im Ausland. Du hast viele Erfahrungen gesammelt. Und da bist du vertraut. Du magst es auch, fremde Kulturen, fremde Sprachen oder Reisen. Also das kommt von Vergangenheit. Die Lernaufgabe jetzt hier in diesem Leben in deiner vertrauten Umgebung klarkommen und nicht so, dass du anpasst, wie das von dir erwartet ist, sondern dass du dein Selbst zeigst und die sollen auf dich anpassen. Umgekehrt musst du denken. Dann noch etwas, was wichtig ist. Tierkreiszeichen Wassermann. Das ist sehr stark bei dir betont, weil Sonne, dein Wesen, auch dein Mond, dein Gefühlen, beide sind im Wassermann. Es ist kurz, wirklich ein paar Stunden nach Neumond. Und hier in diesem Wassermann, in diesem Tierkreiszeichen Wassermann, befindet sich Mars und Venus, auch das sind die beiden Liebesplaneten. Venus ist das weibliche, Mars ist das männliche. Mars auch kann ein Mann sein. Und dieser Mann hat eine Konjunktion, eine Verbindung zu Lilith, also ein Mars-Lilith-Konjunktion im Wassermann. Das heißt, in Tierkreiszeichen Wassermann, die Mars-Energie, was ein Mann auch symbolisiert, die männliche in die Liebe, hat eine Verbindung zu Lilith. Die wirken zusammen. Und dazu erkläre ich, was Lilith ist, weil diese Lilith prägt dein Liebesleben, also hat Einfluss auf dein Privatleben, auf dein Liebesleben. Was passiert im Himmel mit diesem Lilith-Energie? Mond bewegt sich um die Erde und hat einen Schnittpunkt im Himmel. Das ist das weiteste Punkt, was der Mond überhaupt erreichen kann. Und dann dreht sich um und nähert sich wieder zurück zur Erde. Dieser Schnittpunkt, dieser weiteste Punkt im Mondumlaufbahn, aus der Erde aus gesehen, heißt Lilith oder schwarzer Mond oder Schwester des Mondes, so nennt man das auch, ist ein Energiefeld. Und das haben wir alle. Jeder Mensch hat diese Lilith-Position irgendwo im Horoskop, bei dir im Wassermann. Das wäre gar nicht so ausgeprägt, wenn das hier die Mars-Einfluss nicht dabei wäre. Diese Lilith-Energie löst bei uns etwas aus. Die Wünsche, die Sehnsüchte, die Träume. Aber für uns erscheint es zu weit weg zu sein, wie die Mond auch zu weit weg ist von der Erde, so fast unerreichbar zu sein. Und genau in diesem Punkt ist der Mann,
Also du hast Sehnsüchte und Wünsche und Träume und Romantik, aber es ist so weit weg und wir neigen dazu, davonlaufen. Oder neigen wir dazu, ach, das erreiche ich sowieso nicht, das klappt eh nicht. Das ist ganz typisch. Und genau bei Liebe, genau bei Verbindungen mit Männern erlebst du das. Beide Seiten, die Sehnsüchte, diese ganz, ganz starke, wiederkehrende Sehnsüchte nach diesem Mann oder nach der Liebe oder dass er bei dir ist. Und wenn das zum Erfüllung geht oder dieser Mann kommt entgegen, dann hast Angst davon, weil das ist so weit weg und du denkst, das ist für mich unerreichbar, fast ungreifbar. Das besser zu verstehen, erzähle ich die mythologische Geschichte dazu zwischen Lilith und Adam. Lilith war die erste Frau von Adam, dann kam Eva. Und Lilith hat eine göttliche Abstammung. Und die Götterwelt hat das so beschlossen, das wird Adams erste Frau sein. Aber die haben unterschiedliche Herkunft gehabt. Adam menschlich und Lilith göttlich. Und dann kamen die beiden zusammen, sie haben sich auch verliebt. Und Adam wollte seine Männlichkeit zeigen und damit kam Lilith nicht so klar und hat Adam verlassen, kehrte zurück in die Götterwelt. Weil immerhin hat er andere Herkunft gehabt und Lilith wollte nicht, dass Adam stärker ist oder dass Adam sie unterdrückt. Und so kam diese Trennung zwischen den beiden. Aber diese Liebe, dieses Gefühl, diese Sehnsucht war nach wie vor da. Lilith hätte nur zurückkehren sollen zu Adam, wäre auch möglich gewesen. Aber die beiden hat diese ewige Sehnsucht verbindet, auch diese Liebe, aber nie so richtig zusammenkommen. Und das ist die Geschichte dazu. Und diese Lilith-Energie wirkt bei dir, gerade bei die männlich. Bei den Männern, also gerade wenn es um die Liebe geht, bekommst du dieses Gefühl, diese Sehnsucht, du wünschst es, aber du willst es doch nicht. Und dann wünschst du das und vielleicht entsteht eine gewisse Angst davon, kann auch sein, oder das Gefühl, ich bekomme das sowieso nicht, ich kann auch nie glücklich sein. Also du neigst dazu, mit dieser Lilith-Energie das zu verneinen. Also das ist mal auch wichtig zum Erwähnen, die Mars- und diese Lilith-Verbindung im Horoskop. Was auch wichtig ist, dass du Neptun im zweiten Haus hast. Und Neptun sind Täuschungen oder Enttäuschungen. Natürlich hat die Neptun auch wunderbare Eigenschaften wie Träume und Visionen und Intuition und Inspiration und Kunst und Bilder. Also Neptun hat wunderbare Eigenschaften und es wirkt bei dir im zweiten Haus und die zweite Hause sind die Werte, die Finanzen auch. Und wenn du die positive Seite von Neptun lebst, dich inspirieren lassen. Wo gibst Geld aus oder wie investierst du das? Deine Intuitionen hören, das alles im Skorpion, dann kommt es auch im Fluss. Aber wenn du die andere Seite von Neptun erlebst, weil Neptun kann auch mal anderes auch wirken. Und hier bei Skorpion geht auch um Gefühlen auch. Wenn du verletzten Gefühlen hast, weil du dich enttäuscht fühlst von etwas. Und dann hier im zweiten Haus, wo um Werten geht, dann neigst du dazu, dieses Selbstwertgefühl ein bisschen sinken, weil er sagt etwas und dann fühlst du dich verletzt. Oder die Nachbarin sagt etwas. Dann fühlst du dich auch verletzt. Dann kommen diese verletzten Gefühle und dann entstehen Enttäuschungen. Das könnte auch Neptun auslösen. Und hier im zweiten Haus, es ist nicht nur die Finanzen, sondern auch das Selbstwertgefühl.
dann fühlst du dich nicht wertvoll oder fühlst du dich nicht akzeptiert oder respektiert und dann sinkt dein Selbstwertgefühl. Energetisch hängt aber auch zusammen mit den Finanzen. Wenn du dieses Gefühl hast, diese ständige verletzte Gefühle, weil du die Wertschätzung nicht bekommst von anderen und entstehen diese Enttäuschungen, kann auch bedeuten, dass die Finanzen erlebst, dass jemand dich auch betrügt finanziell, weil täuscht etwas vor. Also achte darauf, dass immer in dein Selbstwertgefühl bleibst und das stärkst und verlangst von anderen, weil das ist für dich wichtig, diese Werte zu haben. Und hängt auch mit den Finanzen auch zusammen, weil dann bekommst auch die Werte, auch die Wertschätzung, weil das kommt zurück. Also das ist dieser Neptun hier in diesem Bereich im Skorpion. Es gibt Sterne im Himmel, die beeinflussen, auch im Tageshoroskop sage ich das auch, auf unserem Alltag, aber auch im Geburtshoroskop haben auch Einflüsse. Nicht jeder einzelne Planet bekommt gleichzeitig diesen Einfluss, aber ich habe mal notiert, welche Einflüsse stehst du gerade von den anderen Sternen. Dein Sonne im Wassermann bekommt einen Einfluss von Giedi, diesem Stern Giedi. Und das kommt, diese Bezeichnung von Arabischen, und heißt übersetzt das Kind. Und das auf dein Sonne, und das hat einen Bezug auf dein Geburt. Das heißt, du brauchst wieder das innere Kind entdecken an dir. Also leb deinen inneren Kind, weil das hilft dir oder pflegt dieses inneren Kind. Das kann für dich wichtig sein, weil dann bist du frei. Und das erscheint bei dir außergewöhnlich. Sagt dieser Stern, entdecke das Kind in dir, befreie das Kind an dir und fühlst du dich befreiter und es macht dich außergewöhnlich. Das habe ich nicht ausgedacht, sondern das haben die alten arabischen Astrologen so beschrieben. Diese Lilith-Energie mit Mars zusammen, weil die wirken zusammen im Wassermann, hat auch einen Einfluss von Sadal Sud und das ist ein Glücksstern. Also du wirst einen Mann bekommen, wo dir dieses Glück bringt und dann löse ich auch diese Lilith-Energie und laufst nicht davon, wie Lilith weggelaufen ist von Adam. Die hätte auch bleiben können. Adam hat sie auch geliebt, aber sie ist halt weggelaufen und mach nicht die gleiche Fehler, also lauf nicht weg. Und dieser Mann wird dir Glück bringen. Denn Venus, der Liebesplanet Venus im Wassermann, ist rückläufig, hat einen Hinweis, ein Zeichen auf alten Karma, alten karmischen Erfahrungen oder jemand kehrt zurück vom früheren Leben, was du in die Liebepartnerschaft erlebst, all das im Wassermann und die Mondknoten, die bewegen sich auch, bewegt sich gerade im Wassermann die alte Karma, also deine jetzige Beziehung hat diese karmische Wurzel und löst was aus, diese Mondknotenbewegung, und erinnert etwas an die alte Karma. Saturn belehrt uns und möchte etwas in Form zu bringen. Manchmal ist streng seine Wirkung, aber möchte, dass wir etwas befestigen, etwas verbessern und kümmert um unserem Schicksal, dass wir das bisschen im Griff bekommen oder korrigieren. Ich habe schon gesagt, Saturn ist im fünften Haus, im Fischen, im Tierkreiszeichen Fischen. Das bedeutet, hol deine künstlerische Talente raus. Das passt ganz gut zu den Tierkreiszeichen Fischen. Das sind sehr begabt, künstlerisch begabt. Und mach von deinem Leben eine schöne Theater und mal das so aus, weil so bringst du in Form. Saturn ist streng. Saturn spielt nicht irgendwelche Spielchen oder Theater vor. Nee, wenn Saturn was sagt, das hat Hand und Fuß. Also wenn Saturn das sagt, hol dein inneren Kind raus. Spiel das
in dein Leben diese Bühne und spiel die Hauptrolle mit Leichtigkeit, so findest du dein Selbst wieder, bring das in Ordnung und hol auch in dieses diesbezüglich deine künstlerische Talent im Vorschein und durch Wassermann auch deine Ideen. Wassermänner haben großartige Ideen und auch Humor, also das kannst auch mit einfließen und dann ist das eine Einheit. Und so bringst dein Leben in Ordnung. Das ist die Rat von Saturn. Saturn bekommt auch einen Einfluss von einem Stern Achenar. Achenar befindet sich im Sternbild Fluss Eridanus und bedeutet übersetzt das Ende des Flusses. Und das heißt für dich, wenn du etwas im Fluss bringst oder gehst in einen Lebensweg, dann schau immer die Ende des Flusses. Also setz Ziele, schau das an, wohin soll das führen. Nicht unüberlegt etwas wagen, wo du gar nichts weißt, was dann kommt, sondern sehe immer das Ende, die Endergebnis. Behalte deine Augen und so gehst in diesem Weg. Hier kommt im Fluss, also hier spielt die Wasserelement, macht das intuitiv nach Gefühl und so bringst du das alles im Fluss. Aber immer das Ende des Flusses zu sehen, also das Ziel im Auge behalten. Dein absteigender Mondknoten, die alte Karma, wird bestrahlt von Yet Prior und Yet Prior ist die vordere Hand der Schlangenträger. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt, und dieser Asklepios hat ein Kind geheilt, gerettet. Dieser Kind ist ein Honigtopf gefallen und Asklepios, dieser Schlangenträger, müsste dieses Kind heilen. Und dann kamen zwei Schlange und Asklepios musste die Entscheidung treffen, mit welchem Schlange heilt das Kind. Die eine Schlange trägte der Gift in sich, der andere Schlange der Heilkräuter. Und hier musste Asklepios wichtige und klare Entscheidung treffen. War wichtig, sonst wäre das Kind gestorben. Und Asklepios hat die richtige Entscheidung getroffen und mit diesem Heilkräuter hat das Kind gerettet. Natürlich hat auch eine symbolische Bedeutung. Die Schlange mit diesem Gift kann auch bedeuten Lügen oder irgendwelche Intrigen, dass wir das erkennen in unserem Leben und die richtige Entscheidung treffen. Sonst fallen wir auch im Honigtopf wie ein Kind, weil die Lüge wird immer honigsüß verpackt. Also diese Geschichte erzählt mir etwas, was du in die Vergangenheit, in alten Karma, in einem früheren Leben gut könntest, dass du die Lügen durchgeschaut hast, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast, dass du vorsichtig warst, vielleicht zu vorsichtig. Aber das prägt dein alten Karma und das sind auch die richtigen Handlungen, so wie Asklepios hat auch die richtige Entscheidung getroffen. Das kann dir helfen, bei Entscheidungen zu treffen, wenn du dir selbst vertraust, dass du selbst die Entscheidung richtig kannst. Und wo liegt die Ratgeber für dich? Deine Seele. Deine Seele kennt das, weil für deine Seele ist es nicht unbekannt. Und wie spricht die Seele zu uns? Entweder über Träume und bekommen wir einen wichtigen Traum, eine wichtige Botschaft, oder unserer inneren Stimme, unserer Intuition. Und genau das kannst du vertrauen, weil da hast früher die gute und richtige Entscheidung getroffen. Dein Aszendent, gerade die Moment, wo du geboren bist, in diesem Augenblick, die erste Atemzug, wurde von Seginus, von diesem Stern bestrahlt. Und dieser Stern befindet sich im Sternbild Bärenhüter. Die arabischen Astrologen sagen zu diesem Stern, dass dieser Stern heißt Al-Haris Al-Hama und bedeutet übersetzt Mächter, Wächter, Beschützer, Wächter, Beschützer. Das heißt,
Das Seid, dein Gebot, beschützt dich jemand, bewacht über dich und beschützt dich jemand, und da kannst du vertrauen. Dieser Bärenhüter im Himmel, dieser Sternbild, hütet auch die großen Bär und den kleinen Bär. Merkur, und das hat mit der Schilddrüse was zu tun, weil Schilddrüse ist etwas, was mit Sprache zu tun, wenn wir etwas oder zu viel schlucken und wir trauen das nicht aussprechen oder trauen wir nicht Nein zu sagen. Und du lernst durch diese Jodfigur und diesem neue karmischen Neuland Zwillinge die Sprache anderes zu nützen. Also nicht die Steinbock Sprache, wo dein Merkur befindet in dein Geburtshoroskop. In bestimmten Situationen ist es gut, wenn du diese Steinbock-Merkur nützt. Aber im Alltag versuch mal Richtung Zwilling zu gehen, und die Tierkreiszeichen Zwillinge haben einen Bezug zu Merkur, weil der Planet Merkur herrscht über die Tierkreiszeichen Zwillinge. Und diese Zwillingsmerkur solltest du entdecken. Hilft auch bei Schilddrüse. Erkrankung, dass du befreiter bist. Die Zwillinge haben auch einen Bezug zum Lunge, auch zum Lunge als Organ, aber auch zum Sprache. Und hier Merkur als Planet im Zwillinge herrscht über die Zwillinge, geht auch um die Sprache. Also befreie dich in die Sprache und verschluck nicht die Worte. Dadurch ändert sich oder verbessert sich dein Schilddrüse-Problem. Und wenn das angebracht ist, wenn du vernünftig die klare, richtige Entscheidungen treffen muss, dann unterstützt dich natürlich die Steinbocke Merkur, oder wenn du deine Ziele erreichen hast, dann hast du die Ausdauer, dass diese Ziele wirklich verfolgen und auch diese Ziele erreichen. Also du kannst die Steinbock-Eigenschaften auch sehr gut nützen. Merkur hat auch einen Einfluss. Merkur hat einen Einfluss von einer Figur im Himmel, das ist weder Stern noch Sternbild, das ist eine Viereckfigur. Und diese Viereckfigur, so hat Claudius Ptolemäus das beschrieben, das ist die Struktur. Du brauchst in deiner Sprache eine Struktur. Und oder durch die Sprache bringst du etwas, strukturierst du etwas. Diese Terebellum, das ist ein Viereck, also hat eine Form. Also bring deine Sprache in Form. Und dazu brauchst du aber die Zwilling. Glaub mir, weil das ist eine karmische Neuaufgabe, das zu erlernen. Und die Zwilling hat einen ganz enge Bezug zu Merkur-Energie. Also befreie diese Sprache durch dieses Luftelement und sprich das aus ganz frei, locker, was du sagen möchtest. Sag das direkt, was du sagen möchtest. Jetzt noch die Einflüsse. Welche Einflüsse stehst du gerade? Also Sonne und Venus bewegt sich gerade im Wassermann zurzeit und löst bei dir vieles aus in die Liebe, Partnerschaft. Wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft, ist auch was karmisch, hier ist auch die karmische Knoten gerade, und du brauchst gerade Klarheit, Orientierung, du möchtest das auch verstehen, ist das die richtige Partner, wie kommt ihr zusammen? Also das ist diese Sonne Venus Bewegung im Wassermann löst vieles jetzt aus. Merkur ist gerade die beweglichen. Merkur ist gerade im Tierkreiszeichen Steinbock, erreicht gerade dein Geburtsmerkur. Das ist ein wichtig für dich, die Sprache danach zu denken. Wie vermittelst du etwas? Wann sollst du schweigen? Wann sollst du reden? Und wie sollst du kommunizieren? Nicht zu streng, in bestimmten Situationen ja, geschäftlich ja, bleib im Steinbock, hilft dir auch. Oder bei Zielerreichung, bleib bei Steinbock. Und wenn es um die Liebe, Partnerschaft geht, dann kommuniziere wie Zwilling-Eigenschaften, dann hast du diese Neuland für dich entdeckt, angeeignet, was eigentlich deine karmische Lernaufgabe ist, und das befreit dich auch, weil das fühlst du dann als Wassermann-Geborenen sowieso,
Und dann ändert sich auch mit der Schilddrüse Problemen etwas. Mars bewegt sich gerade über dein Neptun. Mars symbolisiert der Mann. Und der Mann bewegt sich in diesem Bereich, wo dein Geburts-Neptun steht. Und das sind die zweite Haus im Werte, was ich erzählt habe. Die Enttäuschungen. Es reicht ein Wort und du fühlst dich enttäuscht. Hier handelt es sich um die Werten. Der Mann soll jetzt lernen, dir gerade Wertschätzung zu zeigen. Und wenn der Mann diese Wertschätzung nicht gibt zurzeit, weil das ist sehr aktiv, das spürst du gerade, das sind die kosmischen Bewegungen momentan, wenn der Mann dir momentan diese Wertschätzung nicht gibt und du fühlst du dich verletzt, dann kommen die Enttäuschungen. Und das, da bist du zurzeit sehr empfindlich. Saturn bewegt sich auch. Und die Saturnbewegung ist gerade in dein vertraute Umgebung, der Ort, wo du wohnst, die Nachbarschaft, all das. Nicht nur jetzt, sondern noch in die kommenden 2 Jahren. Und in diesen kommenden 2 Jahren wirst du dich in deiner Umgebung nicht wohlfühlen. Und dann kommt die Überlegung, ob du umziehst in die kommenden 2 Jahren, also dieses Jahr oder nächstes Jahr. Saturn sorgt auch dafür, dass das schicksalhafte Ereignisse passieren. Wie könntest du das vorstellen? Wir haben einen Schicksalsweg. Dazu haben wir einen Plan. Das ist die Horoskop. Wir müssen aber diesem Plan gar nicht folgen. Niemand zwingt uns dazu, sondern wir sind absolut frei und wir haben das selbst in Hand, unserem Leben, unserem Schicksal zu gestalten. Natürlich kommen dazu Einflüsse, ganz klar. Die Elternhaus, die Umgebung, die Schule, die Partnerschaft, also gar keine Frage. Aber vieles, vieles können wir selbst verändern, wenn wir das wollen. Und das goldenen Weg beschreibt die Geburtshoroskop, weil wir haben diesen Plan. Wir müssen das nur erkennen, wohin geht die Reise. Dann wissen wir das. Nicht jeder ist vertraut mit dem Geburtshoroskop oder nicht jeder hat da Interesse. Mag nichts. Unsere inneren Stimme kennt diesen Plan und unsere inneren Stimme oder unsere Intuition spricht die gleiche Sprache. Aber unsere innere Stimme redet nicht immer, sondern wir müssen den Kontakt aufbauen. Und wie finden wir den Kontakt zu unserer inneren Stimme? Wenn wir zurückziehen, wenn wir nach innen schauen, dazu habe ich auch dieses Ritual empfohlen, gestalte deine inneren Räumlichkeiten wie ein Tempel, ein Platz für die Seele, wo dich die Seele, deine Seele sich wohlfühlt. Und wenn du zurückziehst und dazu eignet sich in deinem Fall die Neumond immer, weil du bist in diesem Bereich nicht weit von Neumond geboren. Also im Neumond-Position. Das für dich wie ein heiligen Tag ist und nützt diesen Tagen zur Ruhe, nützt diese Tage zu meditieren und versucht nach innen zu schauen. Und deine Seele spricht zu dir. Und das ist der beste Ratgeber. Und das kannst du immer nützen. Und diese inneren Stimme ist im Einklang mit dem Geburtshoroskop. Kennt dieser Plan. Also du musst nicht astrologisch unbedingt diesen Plan kennen. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn man das kennt. Aber dann weißt du, in welche Richtung geht das oder wo sind Hindernisse, wie kannst du das alles korrigieren. Wenn wir Fehler machen im Leben, und das machen wir auch, weil wir sind nicht perfekt, wir sind da zum Lernen. Also niemand kann uns erwarten, dass wir alles richtig machen oder perfekt sind. Sondern wir lernen noch, wir entwickeln uns und wir lernen noch. Und wenn wir nicht in diesem Weg gehen, in unserem Schicksalsweg, was die Seele auch will, sondern wir machen Umwege.
oder wir befinden uns in einer Sackgasse, dann kommt ein Saturn-Einfluss und korrigiert das bisschen. Es ist nicht immer angenehm, weil manchmal kommt eine Trennung oder Kündigung oder Veränderungen. Also es ist nicht immer Zuckerschlecken, aber das Sinn dieser Sache sollen wir erkennen. Er überprüft es immer in diesem Lebensbereich, wo sich gerade bewegt. Das nimmt unter dem Lupe und dann schaut es genau an. Wenn das okay ist und Saturn gibt da ein okay, dann befestigt es. Dann erleben wir das als Erfolg, weil Saturn kann auch loben. Wenn er meint, das ist nicht dein Lebensweg, da bist du nicht im richtigen Ort oder nicht im richtigen Partnerschaft oder nicht im richtigen Beruf, dann wird das bisschen korrigiert. Und eigentlich dürfen wir dankbar sein, dass dieser Planet uns hilft, unserem Schicksal zu meistern. Weil das ist auch die Hüter, die Karma, und Saturn wird erreichen, dass wir irgendwann befreit sind von dieser Karma. Also da kommt eine gewisse Korrektur. Und in welchem Lebensbereich hast du gerade diese Korrektur? Dieses Jahr und auch noch nächstes Jahr. Das ist der Ort, wo du lebst, bei der Nachbarschaft und deine Verwandtschaft. Also da wird ein bisschen korrigiert. Und wenn Saturn meint, das ist nicht der Ort für dich, weil du gehörst nicht dorthin, dann kannst du damit rechnen, dass du auch umziehst. Nicht nur das zeigt mir diese Veränderung, sondern Pluto auch. Also nicht nur die Saturnbewegung ist hier in diesem Bereich, wo dein Schicksal korrigiert, deine Umgebung, deine vertraute Umgebung, der Ort, wo du lebst, die Nachbarschaft und die Verwandtschaft, sondern auch Pluto wirkt auch in diesem Bereich und Pluto beendet es. Also die beiden Planeten zusammen geben mir die Siegel, du wirst dieses Jahr oder nächstes Jahr die Ort verlassen, du wirst umziehen. Jetzt ein kurzer Einblick auf dein Herzensmann. In seinem Geburtshoroskop, was die Männlichkeit betrifft, befindet sich im Wassermann. Also hat einen Einfluss auf dein Leben. Und genau da bewegt sich die karmischen Knoten. Und nicht nur das, sondern er erlebt auch im Partnerschaftshaus auch dieser Saturn-Einfluss, diese Veränderungen. Also bei ihm ist wichtig, sehr wichtig, jetzt gerade die Partnerschaft. Er bringt die Partnerschaft gerade in Ordnung. Er wird etwas befestigen zurzeit. Und diese Begegnung, was ihr beide habt, das ist, es ist nicht immer stimmig. Ihr habt ein gewisses, ihr spiegelt etwas. Alle Planeten liegen gegenüber. Er spiegelt dir etwas, du spiegelst ihm etwas. Bei vielen Planeten habe ich das entdeckt, dass das nicht unbedingt diese vollkommene Harmonie, aber ist es auch nichts Negatives. Es sind keine Spannungen, ihr steht nicht in Spannung, sondern es ist eine karmische Begegnung, da bin ich ganz sicher. Gerade löst auch die Mondknoten aus. Sein Männlichkeit, also der Mann, der Mars, ist genau bei ihm auch im Wassermann, wo bei dir im Venus im Wassermann ist. Also da kommt eine karmische Begegnung wieder. Und viele Planeten, diese gegenüberliegende Position ist wichtig, dass man in die Mitte findet. Und das würde ich euch beide empfehlen. Es ist verkehrt, wenn du auf ihn eingehst und fühlst du dich als Opfer, du opferst du auf, weil er ist so egoistisch und du erfüllst deine Wünsche, wäre auch verkehrt. Wenn du dich komplett zurückziehst, weil du denkst, es funktioniert nicht, dann neigst du auf diesen Lilith-Einfluss, davonlaufen wäre auch nichts. Wenn aber seine Lebensstil weiterführen möchte, dieser Freiraum, das zu genießen, das verletzt dich auch, das wäre auch verkehrt.
diese gegenüberliegende Position funktioniert dann, wenn ihr in die Mitte findet. Wenn du auf ihn ein Stück entgegenkommst und er aber auch. Wo du etwas bereit bist du zum Aufgeben für diese Liebe, für diese Partnerschaft, aber dein Wesen, dein Selbst nicht verlierst dabei und dir gut geht. Wo er auch ein bisschen nachgibt und sagt, gut, ich mache nicht so viel Sport oder ich gehe nicht so viel auf die Reise, ich bin bereit, mal mehr Zeit mit dir zu verbringen, hat immer noch die Freiraum, aber er kommt ein Stück entgegen und so kommt ihr in vollkommene Harmonie. Und wenn in die Mitte trifft, weil ihr bereit seid, etwas aufgeben und auf anderen zuzugehen, dann seid ihr eine Einheit und ihr ergänzt euch, weil das, was er gibt, kannst vieles lernen. Oder er kann von dir vieles lernen und da kommt eine ganz interessante Verbindung, eine ganz interessante Partnerschaft. Liebe Thea, so könnte ich die Horoskop erklären und ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.